Herzlich willkommen zurück. Du hast für Aufruhr in Rossi Fremont gesorgt. Jetzt gib mir was Gutes. Irak hat eine Menge Schmutz gesammelt. Sein Computer ist voll davon. Von Politikern bis hin zu CTOS-Managern. Das Merlo ist auch dabei. Ich wusste es. Ich hab's dir doch gesagt. Es ist verschlüsselt. Ich habe keinen Zugang über dieses Video aus dem Merlo. Der Name der Frau ist Rose Washington. Rose Washington? Ich kenne den Namen. War sie nicht beim CTOS? Aiden, das ist die Goldader. Ich habe deine IP verfolgt. Jetzt gib mir meine Schwester. Aber es fängt gerade erst an. Für irgendjemanden ist das Video wichtig. Wichtig genug, um mich anzugreifen und auch deine Nichte. Vorsicht, Damien. Na komm, ich weiß, dass du das genau wie ich zum Ende bringen willst. Das war nicht der Deal. Oh, aber doch. Du sagst, es ist verschlüsselt? Dann bist du noch nicht fertig. Nein, das wirst du nicht tun. Ich kann tun, was ich will. Hey, ich bin's. Nikki, wie geht's dir? Ich bin müde. Sie kümmern sich um mich, aber komm und hol mich, bitte. Okay, da sind noch andere bei dir. Ja, das ist gut. Sei auf alles gefasst. Ich werde bald kommen. Ich muss Jack sehen. Wie geht es ihm? Er ist ein tapferer Junge. Er kommt nach seiner Mutter. Aber er ist genauso stur wie sein Onkel. Ja. Das ist er wohl. Er akzeptiert nicht einfach ein Nein. Zeit um. Ta-ta. Ja, und mit... Damit hätte ich bei Damien rechnen müssen. Er kriegt den Hals nicht voll. Er will immer noch mehr. Okay. Eins nach dem anderen. Genau, eins nach dem anderen. Ich brauche den Rest von Alex Material. Dann habe ich den Hebel. Und dann kümmere ich mich um Damien. Ja. Was ich sagen wollte. Herzlich willkommen zu Watch Dogs. So, ne, kann doch nicht so schwer sein. Untergetaucht. Okay. Ja. Wir sind wieder in Chicago unterwegs. Hat eben noch Tyrone, Bedbug, den Nachnamen vergessen, ferngesteuert und jetzt schon wieder dabei, unterzutauchen. Dabei kommen wir gerade doch aus dem Wasser. Was mag sich dahinter verbergen? Ich weiß es nicht. Aber vielleicht werden wir es jetzt herausfinden. Ja, immer noch mit The Worst 08. Ich bin mal gespannt, ob ich vor der 1.0er-Version mit dem Spiel fertig bin oder nicht. Wenn nicht, werde ich vielleicht nochmal eine extra Folge machen, um auch die 1.0er-Version zu zeigen. Schauen wir mal. Jetzt aber erstmal Cutscene. Alles in Ordnung. Hab nicht viel bekommen. Der Upload wurde unterbrochen. Mist. Ich wusste es. Okay. Dann muss ich wohl selbst da rein. Bist du verrückt? Selbst wenn du da reinkommst, hilft es uns nicht. Es ist verschlüsselt. Was erwartest du von mir? Damien hat Nikki. Soll ich ihm sagen, behalt sie ruhig? Natürlich nicht. Das habe ich nicht gesagt. Aber er spielt mit dir. Ja, ich werde es ihm nicht geben, bevor ich nicht weiß, was es ist. Kann Damien nicht trauen. Das weiß ich. Also gut. Lass uns eins nach dem anderen angehen. Okay? Wenn ich die Infos beschaffe, kannst du sie entschlüsseln? Nein, das ist zu hoch für mich. Und wer dann? Was ist mit diesem Verrückten? Tobias, der hat doch hier gearbeitet. Okay, das wäre ein Anfang. Okay, aber wir müssen diskret sein. Ich weiß, wie man diskret ist. Das stimmt. Sorry. Okay. Okay. Wow. Wow. Raymond Kenny. Oh mein Gott, sie haben Kenny getötet. Ihr Schweine! Er war ein Software-Ingenieur und am Start von CTOS beteiligt. Von ihm ist die Verschlüsselung. Der Autor hat bestimmt eine Backdoor. Er kann's entschlüsseln? Kenny ist verdammt gut. Dieser Raum ist bestimmt von ihm. Er ist genial. Nein, er ist eine Legende. Und Legenden sind nicht einfach zu finden. Er ist untergetaucht. Legenden sind tot. Über ein Jahr hat man nichts von ihm gehört. Ein Jahr. Irgendwo muss er ja sein. Okay. Jeder hat seine Online-Geschichte. Da fangen wir an.
Wir suchen seinen letzten Aufenthaltsort und sehen weiter. Er ist seit einem Jahr weg. Da gibt es noch eine Spur? Da. Er hat seine Spuren sehr gut verwischt, aber er ist mehrmals durch einen Standort gebounced. Wir verfolgen es zurück und finden den Ort? Theoretisch ja. Du musst den Ort erreichen und mich mit dem Computer verbinden. Dann starte ich die Suche aus dem Bunker. Das ist doch bestimmt. Und wir haben Ken. Pony. Sind die schon wieder neu? Ach herrje. Das machen wir auch irgendwann später mal. Blöder Ausgang. Mal gucken. Wo geht der genau hin? Ach, da oben hin. Okay. Das ist der geheim, super geheime, ja, Zugang. Ja. Wunderbar. Okay, wir schauen mal, wo wir hin müssen. Vielleicht, liegt unser Boot da noch? Ich schau mal schnell. Moment. Geht gleich weiter. Versprochen. Müsste ja eigentlich, ne? Also immerhin habe ich... Ja! Hui! Also das kann Ezio best... diese wasserdichten... Wenn wir Kenny aufspüren, musst du vorsichtig sein. Er ist ein sehr gefährlicher Mann. Gefährlich, ja? Und seine Geschichte? Er ist ein Bloom-Whistleblower. Oder ein Cyberterrorist. Je nachdem, wen man fragt. Er übermittelte seine Nachricht mit einem Stromausfall im Staat New York. Ich erinnere mich. 2003. Nicht nur New York, das war fast der ganze Nordosten. Es kam auch ein paar ums Leben. Er tötete 11 Menschen. Sie nannten es einen Softwarefehler. Und was war seine Nachricht? Kenny versuchte, alle zu warnen. Er traute niemandem bei Bloom intern. Aber ich glaube nicht, dass er mit Toten rechnete. Jetzt versteckt er sich. Und wir sind dabei, ihn zu finden. Dein Zielort ist der Endpunkt von Raymonds letztem Signal. Und Hacker verstecken ihre Standorte, indem sie ihre Pakete durch Botnets routen. Ja, ist ein guter Trick, habe ich schon mal gemacht. Wahrscheinlich leitet er sein Signal um den halben Globus. Wenn das Signal in China oder sonst wo in der Welt endet, haben wir ein Problem. Nein, er ist hier. Egal, ob er untergetaucht ist. Kenny hat für Bloom gearbeitet. Und irgendetwas sagt mir, dass er in der Nähe bleibt. Vielleicht. Aber wenn er sich in Chicago aufhält, warum war es so ruhig um ihn? Er ist nicht der Typ, der abwartet und Tee trinkt. Er hat Menschen auf dem Gewissen. Ist sicher ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt. Ein guter Grund, unterzugehen. Na, komm schon. Gehen wir hier denn irgendwo mal hoch. Achso, hier ist eine Straße. Ja, das ist dürfte es. Ja, Mann. Nervkopf. Ja, oh, hier waren wir schon mal. Hier hatten wir schon mal einen Unfall, glaube ich. Super. Willi. Geben. Ich empfange eine Menge Gerede über Raymond Kenny. Das ist seltsam. Ich dachte, der wäre ein Jahr nicht aufgetaucht. Wir haben wohl jemanden alarmiert, als ich Raymonds Signal entdeckte. Na, dann werden wir also erwarten. Okay. Ach, ich bin da doch nur lang gefahren. Alle Fixer töten. Gut. Erstmal gucken, gibt's hier Kameras? Jawohl. Gut, das heißt... Erstmal die Lage checken und okay, hier kann man Alarm auslösen, das Ding kann man sprengen, der hat eine Kamera.
Oh, hier wächst Gras. So haben wir das einfach mal gemacht. Ach, ernsthaft. Ja, ich dich. Oder so. Spreche ich dir einen schnellen Tod. Was? Ist der jetzt auf die andere Seite gelaufen? Ach. Wie, Zivilist getötet? Das kann ja nicht sein. Ah, okay. Okay, 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 okay. Uncool. Massiv uncool. Okay, das wird anstrengend. Eins. Na gut, vielleicht reicht's ja aus. So, der war oben jetzt, ne? Nicht? Doch. Komm mal her, du. So. Okay, okay, ich mach das. Aha, aha. Warte. Und dann. Shit. Alter. Konzentrier dich. So. Hä? Okay. Haben wir dich getroffen? Warum nur? Warum nur? Ich frag mich, ob wir irgendwann noch mal auf Typen treffen, die ähnlich geskillt sind wie wir. Da drüben hat sich was bewegt. Das war's dann. Scheiße. Jemand ist an uns dran. Machen wir lieber schnell. Wonach suche ich? Verbinde mich mit dem Computer. Ich starte dann die Suche auf dem Bunker. Bunker. Dieser Computer? Nein. Dieser Computer. Wow. Sehr oldschool. Kein Wunder, dass die Cops den Club nicht klein machen. Ernsthaft. Was ist das? Clara. Er ist online. Nun ja. Müssen wir die alle töten? Oh, wir sind noch hier. Nein, ich muss nicht hier bleiben. Reicht es hier einfach sitzen zu können? Detroit, Pensacola, Montreal, New York. Nee.
gar nicht. Ich bin nur extra. Also das mit den Granaten ist blöd. Ubisoft, bitte eine Zurückwerffunktion einbauen bei Watch Dogs 2. Oh. Clara, er ist online. Eins. Sag mir, dass wir es haben. Ist das also langsam wird es ein bisschen kritisch hier. Okay. Haben wir es jetzt? Alle Fixer töten. War so klar. Pony, was Besseres ist dir nicht eingefallen, Ray? Ich lösche die Festplatte besser. Keiner sonst darf Kenny aufspüren. La la la. Lü 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 lü. Achso, hier war noch eine... Oder... Na doch, hier. Munitionskiste. Alle Emotionstypen aufgefüllt. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Okay, dann löschen wir mal die Festplatte und ich beiß nochmal in meinen Schokoriegel. Scheiße, er haut ab. Er hat Infos zu kennen. Ich kann nicht riskieren, dass er entkommt. Logisch. Ich weiß, schon dabei. Ich knipp sie aus. Knips, knips. Beeilung. Okay. Schnell sind sie nicht. Aber. Es dürfte trotzdem schwer werden, den auszuschalten. Ja. Niemand tötet Feuerwehrleute. Oh, Entschuldigung. Ah, das tut mir leid. So. Da man ja immer noch. Also, da man hier nicht schießen kann. Achtung, es gibt eine Hochgeschwindigkeitsverfolgung im laufenden Verkehr. Ein LKW ist involviert. Wir brauchen Einheiten vor Ort. Können wir den denn aufhalten? An alle Einheiten, der CTOS-Scan war ohne Ergebnis. Der ist weg. Jahu. Aber wie können wir den denn aufhalten? Das geht doch gar nicht. Oder warten wir nicht so lange, bis er so viele Autos gerammt hat, bis er nicht mehr kann? Ich habe Zeit. Ich weiß nicht, was ihr vorhabt. Weil ich stimmt gar nicht. Ich habe gar nicht so viel Zeit. Ah ja, doch. Er schaltet sich gleich von selber aus. Das ist ganz gut. Ich würde
würde sagen, nur zwei, drei große Treffer und das war's dann. Das war jetzt meine Nummer 1. Das zählt nicht. Das zählt auch nicht. Das zählt auch nicht. Das zählt. Durchatmen, kurz. Voila. Kann ich in den Wagen einsteigen? So viele schlechte Erinnerungen. Den da. Retten. Oh, cool. Los. Yay. Also ehrlich, danke. Gerne. Ich hab was ich brauche. Wir sind soweit. Du gehst also wirklich zu Ray, Kenny? Unglaublich, dass wir ihn gefunden haben. Haben wir leider nicht. Sind aber nah dran. Vielleicht hilft er uns ja auch gar nicht. Wenn er diese Daten... Notrufzentrale, worum geht es bitte? Die Kopf! Schnell! Wir verpissen uns mal hier. Schnell. Müsste eigentlich ja... Leitstelle hier, haben grünes Licht für CTOS-Scan. Suchen jetzt nach Verdächtigen. Oh, aus Versehen sogar schon richtig gefahren. Aiden Pierce hat sich intensiviert. Die Polizei von Chicago hat Foto und... Ja. Ich hab, was ich brauche. Wir sind soweit. Du gehst also wirklich zu Ray Kenny? Unglaublich, dass wir ihn gefunden haben. Haben wir leider nicht. Sind aber nah dran. Vielleicht hilft er uns ja auch gar nicht. Wenn er diese Daten entschlüsselt, gibt er seine Tarnung auf. Der Typ war ein Whistleblower. Sagtest du nicht, es gäbe Material über Blum? Es gibt Material zu allem und jedem. Ich glaube, ein radikaler Blumengegner kann da nicht widerstehen. Wenn du Ray findest, was kannst du ihm anbieten? Wir wissen, was passiert, wenn wir graben. Wenn er uns bei der Entschlüsselung hilft, ist er enttarnt. Ich finde, was es gibt. Ein Grund für sein Abtauchen. Ja. Er legte sich mit Blum an. Hat alles veröffentlicht. Damit kann ich arbeiten. Willst du ihm etwa drohen? Nein. Whistleblower wollen Gerechtigkeit. Oder öffentliche Anerkennung. Vielleicht wartet er nur auf eine Gelegenheit und ich kann ihm eine bieten. Ja... Whistleblower-Thematik, ganz, ganz, ganz schweres Thema. Wie steht ihr denn dazu? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Ist das, wenn ihr dieses Video seht, überhaupt aktuell? Und ja, damit bedanke ich mich wieder ganz herzlich dafür, dass ihr zugesehen habt. Und wir warten nochmal den nächsten Anruf ab. Hallo Partner, ich habe gerade mit Nikki geredet. Freches Mädchen. Beiß nochmal ab. Fass sie an und ich breche das Genick. Ihr seid wirklich Geschwister. Sie ist auch so ein Hitzkopf wie du. Warum rufst du an? Sie hat gefragt, ob du sie abholen kommst. Und ich sagte, ich frage nach. Ich habe jemanden, der die Daten entschlüsseln kann. Ich bin ganz Ohr. Er heißt Raymond Kenny, ehemaliger CTOS-Entwickler. Er ist in Pawnee, ich fahre gerade hin. Na, das sind Neuigkeiten. Aber ich muss leider mein Veto einlegen. Welches Veto? Es ist seine Verschlüsselung. Aber Raymond Kenny ist auch ein Whistleblower. Er wird die schönen Daten nehmen und an die gottverdammte Presse weiterleiten. Und was sind Geheimnisse, die in den Nachrichten erscheinen? Wertlos. Ich warne dich. Finde einen anderen Weg. Es gibt keinen anderen. Ich soll das erledigen, also halte ich raus. Lass mich machen. So. Genau. Damien klang besorgt. Er will an das Erpressermaterial. Was spielt da für ein Spiel? Wie lautet sein Plan? Okay, das darf mich nicht ablenken. Kenny ist die Antwort. Er wird mir bei der Entschlüsselung helfen. Und ich bringe Nikki in Sicherheit. Genau. Das machen wir alles in der nächsten Folge. Ne, das machen wir jetzt nicht mehr jetzt. Und damit bedanke ich mich jetzt wirklich für eure Aufmerksamkeit und sage, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.